Hallo Jungs, bitte registrieren Sie sich, um die neuesten Informationen zu erhalten. Die Limits für Österreichs Song Contest Vertreterin Perenda lagen im Halbfinale. Die blauhaarige Sängerin scheiterte Donnerstagabend in Tel Aviv daran, eines der Tickets für das Finale des 64. Eurovision Song Contests zu ergattern, das am Samstag in der israelischen Hafenstadt über die Bühne geht. Als zu stark erwies sich die Konkurrenz im zweiten Halbfinale des Musikbewerbs. Damit ist Österreich erstmal seit 2013 nicht in der Endrunde der letzten 26 vertreten. Die minimalistisch gehaltene und inszenierte Ballade der 31-jährigen Steirerin Perenda hatte gegenüber den anderen Liedern schlicht ein Aufmerksamkeitsdefizit. Schließlich war das zweite Halbfinale deutlich stärker gelagert als der im Verhältnis äußerst schwache Auftakt des Bewerbs am Dienstag, der noch dazu mit lediglich 17 anstelle der heutigen 18 Teilnehmer bei gleicher Anzahl an Finaltickets besetzt war. So sah sich Perenda mit einigen der Favoriten auf die heurige Escape-Krone konfrontiert. Dabei gab es vor allem eine starke Herrenriege im Tournament. So setzte sich am Abend Schwedens sympathischer Vertreter John Lundvik mit der vielleicht etwas glatten, aber in Toto stimmigen Putnummer Too Late for Love durch, die er unmittelbar vor Österreich performte. Auch der hochgehandelte Niederländer Duncan Lawrence gewann am Klavier schmachtend mit seiner melancholischen Powerballade Arcade genügend Stimmen für einen Aufstieg. Falsett und beatlastiger legt es Aserbaidschans Chingiz mit Trutz an, der dafür ebenso in die Endrunde einzog wie Song Contest Wiedergänger Sergej Lazarev aus Russland, der 2016 Platz 3 im Tournament belegte. Der Titel seiner Nummer, Scrim, ist Programm. Und schließlich komplettierte der auch in Österreich bestens bekannte Schweizer Luca Henny das Herrenquintett. Nach seinem Triumph bei Deutschlands Sucht den Superstar 2012 könnte der sympathisch quirlige Sänger nun zum Superstar des Escape aufsteigen. Die Inszenierung seiner strandpartytauglichen Feierhymne She Go Me gehört jedenfalls zu den ausgefeiltesten im Bewerb 2019. Bei den Damen gelang es der erstaunlicherweise als ihre eigene Mutter gestylten Dänin Leonora mit ihren 20 Jahren und der putzigen, radiotauglichen Nummer Love is Forever ebenso, ein Finalticket zu lösen, wie der malte Serin Michaela mit der durchaus avancierteren Putnummer Chameleon im Ariana Grande Styling. Hinzu kamen zwei Vertreterinnen der Fraktion verzweifelt schreiender Frauen, immer überraschend Albaniens Jonida Maliki mit der Ethno-Nummer Ktheio Tyks und Nordmazedoniens stimmstarke Tamara Tode Fauska mit der Empowerment-Ballade Prag. Norwegens Trio Kai Eno komplettierte schließlich mit Eurotrash unter dem Titel Spirit in the Sky das Feld der Aufsteiger.